Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Keine Ahnung, warum die Vögel hier so durchdrehen. Ich habe jetzt ein bisschen was bei der Grafik rumgeschraubt. Schaut es so besser aus. Und zwar, hoppala, wenn ich mal hier in die Optionen gehe, Grafik, habe ich hier das hier, die akkurate Umgebungsverdeckung eingeschaltet. Wenn ich sie ausschalte, ist das Ganze, wie soll ich sagen, es wirkt halt, wenn ich das einschalte, gibt es halt mehr so ein, ich sag jetzt mal so starke Randlinien, ne? Und Schattierungen noch ein paar. Ist das besser oder ist das besser? Warte mal, ich muss mal glubschen. Schaut so besser aus? Ich verdrück mich schon wieder. Oder schaut's... Schau, ich will das da haben. Oder schaut's so besser aus? Es wirkt irgendwie schon zu grob, oder? Das wirkt irgendwie grob. Na, ich glaube... Sagt ihr dann, wie es euch gefällt, aber ich glaube persönlich, Grafik schaut so liebevoller aus. Sanfter, ne? Ich glaube, so ist besser. So, okay. Da, la, la. Ja, tatsächlich, ich glaube, wir waren hier schon mal. Und zwar war hier wirklich so eine große Qualle, so eine blaue. Und da hinten haben wir auch die Bäumchen gepflanzt. Mir ist es wieder eingefallen. Da waren wir schon. So. Gut. Nichtsdestotrotz weiter Steine suchen, ne? Und nach Möglichkeit Bäumchen pflanzen. Ja, da haben wir schon eine Möglichkeit. Super. So, da reinstopfen. So, gut. Da vorne ist auch schon ein Steinchen wieder. Ein kleines nehmen wir schon mal mit. Und hier ein großes. Und da drüben ist noch ein großes. Und noch was zum Pflanzen. Ich bin glücklich. So. Dann können wir schon sehr bald diese Brücke bauen. Was mich sehr freuen tut. Bam. Und dann werden wir auch mal bei der Hauptquest weitermachen, würde ich sagen. Bei Bass und der Kollegen heute. Ui, was haben wir da? Eine Trühe. Ja. Also die Vögel sind da mal überhaupt nicht nervig, ne? Von denen kriegt man ja voll Kopfschmerzen, ey. Mein Kopf tut weh. Ist ja schon gut. Jetzt krieg dich wieder ein. So, und es wird schon wieder dunkel. Gott sei Dank funktioniert die Lampe wieder. Da hatten wir mal ein Bad, ne? Da ging sie nicht wirklich. Das war eine recht finstere Angelegenheit. Ja, der war schlecht. So, das Hämmerchen. Bam. So. Ein bisschen an Stein haben wir ja schon wieder, Gott sei Dank. Aber es ist halt noch nicht genug. So, da haben wir auch noch ein Steinchen. Sehr, sehr Fisch. So. Und wer wohnt hier? Wer stellt da was her? Hallo, wer tut sein? Ach so, das ist eine Mühle. Ja, logisch, ne? Hallo. Ah. Willkommen in der Flussmühle. Aus 5 Blumen können wir dir einmal Mehl machen. Das ist sehr nett, aber... Von denen hätte ich viel. Aus 5 Blumen Mehl machen. So, das müsste reichen. Bitte. Ja. Danke.
Dann haben wir halt ein bisschen Mehl auch. Vielleicht wollen wir was backen, dann passt das schon. Aufheben bitte. Danke. So. Da haben wir wieder ein Steinchen. Zack, zack. Zack. Sehr, sehr gut. La, 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 la. So. So. Die endlose Suche nach Steinen. La, 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 da, da. Da haben wir wieder eine. Dafür hält halt die Brücke Wind und Wetter stand, ne? Muss man halt auch sagen. Bei einer Holzbrücke, die muss irgendwann mal ausgebessert werden. Und da hier keine Schwerlaster, Schwertransporter und was weiß ich was auf den Brücken herumfahren, dürften die Steinbrücken eine Unendlichkeit lang halten, würde ich sagen. Yeah. Da pflanzt man sofort was ein. Und ein Steinchen. Ein Steinchen. Für uns, lala. Ach, wie fein. So. Und so. Ja, ja. Servus. So ist das. Hier haben wir noch ein Steinchen. Aha, was haben wir da? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Crestfallküste Holzbrücke. Perfekt. Und wir haben die Sachen dabei. Nice. Unbedingt bauen. Super. Das ist super. Ich spreche gerade noch von Holzbrücken und dann sowas, ne? Ich wollte mir gerade schön reden vorhin, ne, dass die Steinbrücken ihre Daseinsberechtigung haben, ne? Ja, und dann sowas. Nice. Oh, eine Truhe. Dararara. Ich glaube, das waren alte Münzen, oder? So. Hier ist es sonst nichts. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Tja. Juhu! Schön. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, rennen wir halt mal da drüber, drüben. Die Richtung ein bisschen. Vielleicht finden wir noch ein paar Pflanzstellen an. Im Wald Bäumchen pflanzen ist überhaupt sehr schlau. Man kann nie genug Bäume im Wald haben. Doch, es gibt tatsächlich Grenzen, ne? Damit ein Baum im Wald auch gut wachsen kann. Katzi! Katzi! Ja, hallo! Ja? Ja? Willst du mit? Willst du mit? Bist du eine brave Katze? Ja? Ja? Dann darfst du mit. Du bist das, wie es. So. Damit auch ein Bäumchen gut wachsen kann, ne, ist es wichtig, dass rundherum um einen Baum, das wissen wir schon von Harvest Moon und so, ne, dass da nichts anderes wächst. Aber der Wald ist halt oft rohe Natur. Da muss auch ein kleines Bäumchen sich durchbeißen können, damit er zu einem großen, strammen Baum heranwächst. Also das da unten schaut verdächtig aus, der Stein. Fünf Blümchen rundherum. Uiuiui. Das wollte ich eigentlich gar nicht drunter fallen. Ah, wenn es schon mal verdächtig ausschaut, ne? Aber es dürfte nichts sein, oder? Bam, bam, bam. Na, das ist einfach nur so schön gemacht. Oh doch, hier ist tatsächlich was. Eine Truhe schon mal, blondes Shampoo und hier ist was zum Zerdeppern, oder? Oder schaut das nur so aus? Ah, das schaut nur so aus. Ich dachte schon, da wäre so ein geheimer Eingang. Nee, nee. Das stimmt nicht. Thank you.
Ja, das war klar. Ich hatte nur gehofft, dass ich irgendwie wieder wegkomme, aber ohne... Ich fürchte... Ohne Bordstein komme ich da nicht weg. Oh. Geht sich's aus? Na, geht sich einfach nicht aus. Keine Chance. Na gut. Ich fürchte nicht einmal mit Anlauf, oder? Na. Wann habe ich denn... Doch, geht sich aus. Hä? Jetzt auf einmal? Okay. Hinterfragen wir es nicht. Passt schon. Hat funktioniert. Ist schon gut. So. Ist schon mehr als ich wollte. Tja. Gut. Dann hätten wir das hier quasi auch schon abgegrast, ne? Jetzt wollte ich mich nur noch schnell umschauen, ob es hier vielleicht doch noch irgendwo was zum Einpflanzen gibt. So, und bam. Aber schaut nicht so aus. So, bauen. Wie schaut man aus? Wir brauchen 2 Mörtel. Kopfstein 2 und Scheitelstein 1. Kopfstein 2. 3 Kopfsteinchen. Ach, das ist echt übel. Mörtel. Mach mal 5. Dann geht der einmal. Dann brauchen wir da 2. Und dann geht der einmal. So. Jetzt brauchen wir hier wieder 5. Hier brauchen wir einen und ein Mörtel. So. Haben wir schon 2 Brücken. Das heißt, da machen wir gleich wieder 6. Ungefähr. Dann hier brauchen wir, ich mach mal 2. Dann hier können wir schon wieder bauen. La 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 la. So. Dann braucht man einen Scheitelstein. Da brauche ich jetzt noch einen Kopfstein. Dann sowas. Dann 2-mal das. Und 1-mal das. Haben wir schon 3. So, dann schauen wir mal Quest. Einen Steinbogen brauche ich noch. Hoppala. Einen Steinbogen brauchen wir noch. Wenn möglich. Geht sich aber nimmer aus. So. Und weiter Steine suchen. Ich werde, glaube ich, mal das Gebiet wechseln. Das kann ich machen. Ich würde sagen... Gehen wir mal zum Glanzhof. Obwohl mir der wahrscheinlich auch nicht viel bringt, weil der war auf der anderen Seite der Insel. Ja, genau. Genau. So. Stimmt. Da wollte ich jetzt auch schon mal Tiere her tun. Aber das ist nicht so einfach. Ich wollte diese süßen Dinger da zu unserem Hof führen. Was mir aber nicht so gelingen tut. Hä? Jetzt sind sie alle weg? Ausgestorben. Ah, doch, hier ist eins. Hallo. Na, du? Hallo. Ich möchte dir was geben, aber ich habe, glaube ich, nicht das, was du magst. Ich frage mal nach, was die mögen.
Servus, Gnädigste. Fennikorns kommunizieren durch Kuscheln. Ich will wissen, was sie essen. Eine Gruppe Fennikorns nennt man Blender. Mögen Poutine. Wirklich sehr. Okay, kann ich das kochen? Köchin. Das da. Kochset, Pommes und Gewürz, du heiliges Kanonenrohr. Kann ich mir meine eigenen Gewürze machen? Gott sei Dank. Mein Öl aus Dipfisch. Gut. Sehr gut. Gewürze brauche ich jetzt 2. Ich habe jetzt aber nichts. Das heißt, ich bräuchte Öl. Dipfisch. Das heißt, wir müssten angeln. Yeah. Yeah. Da sammeln wir unsere Fallen ein. Yeah. Ne? Das ist, den Glanzhof, den kann ich dabei mal in die Tonne treten. Feuern wir den da. Jo! So. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier Steine kriegen, ne? Da hätten wir schon mal 2 kleinere. Das braucht Zeit. Ich habe die ganzen Dipfische nämlich verkauft. Mich deucht, das war nicht so schlau. Das heißt, die müssen auch mal einen Tag lang fischen oder so. Lala. So, ui, da kann ich was anpflanzen. Sofort machen wir das. Sofort. Und ein Steinchen. Bam. Sehr, sehr schön. La 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 la. La 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 la. Und immer her mit den Steinchen. Bam. Ja, ihr seht schon, Steine brauchen wir Hunderttausende. Da können wir den, also auf der ganzen Insel, wenn wir den gesamten Stein gesammelt haben, wird es dann eine Umfrage gegen uns geben, ob wir überhaupt noch hier wohnen dürfen, weil wir den gesamten Stein hier abgeerntet haben. Dann werden sie uns hochkant rausschmeißen, jawohl. So wird das ausschauen. Wegen Umweltsünder oder so irgendwas. Weil es auf der ganzen Insel keinen einzigen Stein mehr gibt. Alles eingebaut in unserem Bauernhof und in Brücken. Ja. So. Ich würde sagen, wir bleiben hier noch ein bisschen. Schauen, ob wir hier noch... Ja, da vorne ist noch ein Stein. Wollte gerade sagen, schauen, ob wir noch einen Stein finden, aber da ist ja schon einer. Ich brauche nur dran denken und schon ist einer da. Das ist ja prima. Zack. So, lala. Das nehmen wir auch gleich mit, die Lianen. Liane, Liane. Da ist eine Liane. So, ja. Was ich auch gespannt bin, ob es uns überhaupt möglich ist, auf der Insel alle Bäume zu pflanzen. Ich glaube, in einem Gebiet haben wir es tatsächlich schon geschafft.
bilde ich mir jetzt ein. Aber ob wir alles schaffen, da bin ich gespannt. So. Da ist noch ein Steinchen, das nehmen wir auch mit. Dann gehen wir mal ins Dorf. Durchs Dorf durch. La, 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 la. Den Ton nehmen wir noch mit. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, jo. Jetzt haben wir schon bald alles abgerundet hier. Einmal zu Fuß durch die Insel. Vor allem chaotisch durchlaufen. Muss ich ja noch betonen. So. Servus. Da haben wir auch noch ein Steinchen. Bäm. Ich werde auch gleich da oben raufgehen. Da oben war, glaube ich, noch ein Sägewerk oder so, ne? Oder bin ich da falsch? Wie immer. Oder meistens. So. Könnte schon theoretisch passen. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Ach so, das ist einfach unser Hof. Ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. Ja, ich bin auch so ein Profi, ne? Ja, ja. Tja. Ja. Das ist sehr spannend. Ach so, hier sind wir, okay. Servus, Alpaka. Nein, wie heißt du? Girabaka. So heißen die. So, jetzt sind wir wieder einmal durch. Ich glaube, das passt schon. Heureka! Boah. Ja, ich dachte schon, der Schirm geht nicht auf. Jetzt habe ich mich schon sterben sehen. Sollte aber nicht möglich sein. So. Da sind wir wieder. Wahnsinn. Aha, was ist hier? Was wird hier gebaut? Krimskrams Zahnräder. Ui, da, Tontöpfe. Die nehme ich alle mit. Die nehme ich gleich alle mit. 120 kostet der Schmarrn. Was können wir denn da verkaufen? Ich würde sagen, zwei Beeren. Und dann noch irgendwas mit 20. Was bietet sich denn da an? Von der Kartoffel hätten wir auch so viel, aber die ist zu viel wert.
Da, von dem können wir ein Erz geben. Das ist genau ein 20er wert. So, passt. Handeln, ja. Passt, perfekt. So. Perfekt. Das dachte ich mir schon, der kann sich bewegen, der Stein. Zwickert, hä? Ist das ein neues Tier? Ja. Oh, wen haben wir denn da? Auf jeden Fall pflanzen wir da mal was. Hi, wer bist denn du? Ruby Tic-Tac. Okay. Zum 100. Mal. Ich bin nicht der Bäcker, Tic-Tac. Immer noch hier, hm? Entweder hast du eine Glutenunverträglichkeit. Ich hasse Gluten. Tic-Tac. Oder du suchst Ruby Tic-Tac, die Anführerin der Bastler-Gilde. Wir haben sie endlich gefunden, super. Tic-Tac. Nun, da hast du Glück. Du hast sie gefunden. Möchtest du die Aufgabe beginnen, um der Bastler-Gilde beizutreten? Ich bitte darum. Nicht jeder versteht, wie Dinge funktionieren oder kann sie reparieren, wenn sie kaputt gehen. Tic-Tac. Und wir akzeptieren auf keinen Fall Bäcker in der Bastler-Gilde. Tic-Tac. Du bist doch kein Bäcker, oder? Schniff. Nun, du riechst nicht nach Bäcker. Tic-Tac. Hier sind die Rezepte fürs Bastler-Set und Zahnrad und etwas Material für den Anfang. Komm zurück, wenn du die Herstellung eines Zahnrades gemeistert hast, okay? Jawohl. Dann versuchen wir gleich unser Glück. Wir haben die Bastler-Gilde gefunden. Zack. Haben wir gemacht. Fertig. Ein Zahnrad hast du schon mal gemeistert. Behalte es. Tic-Tac. Du gehörst jetzt zur Gilde. Tic-Tac. Und halte dich von den Bäckern fern. Tic-Tac. Im Dorf sind 5 gelbe Zahnradkisten. Mit einer davon muss es ein Problem geben. Jawohl. Okay. Das heißt, dann schauen wir uns mal die Zahnradkisten an. Oh, das ist ein cooles Dorf. Schau mal. Cool. Nice, nice. Und ich rede noch. Wo könnte die Bastler-Ding sein? Lauf mal da ein bisschen herum und zack, finden wir schon. Sehr nice. So, was haben wir denn da? Interagiere. Diese Tarnkiste scheint zu funktionieren. Weiter mit der nächsten. Jawohl. So. Dann. Ah, hier bin ich vorbeigelaufen, ich Trottel. Ich bin nicht reingegangen, sonst hätte ich die Gilde schon länger gefunden. Aha. Ja, ja, da werden sich von euch wieder einige den Bauch halten, flauter lachen, verständlicherweise. Ja, ja. Das ist mein Spezial. Was hast du denn zum Verkaufen? Krimskrams, Maschinenteile, Katzen. Ich habe eine Katze gehört. Ein Regenmantel hat er auch zum Verkaufen. Ui. Okay, Steinbogen, den kaufe ich mir. Die Säule, kannst du sicher sein. Die Platten, die Steine, den und Mörtel. Das kaufe ich alles zusammen, da können sie sich sicher sein. Ich werde das auch gleich mitnehmen, glaube ich. Ja, ja, Katzi, ist schon gut. Ich bin gleich da. Die Katzen, ne? So. Ja, gleich. Auf zum Miauen da. Jetzt kann ich... Was kann ich denn jetzt eigentlich verkaufen? Alles kann ich verkaufen, was ich möchte. Was möchte ich denn verkaufen? Den? Ja, Schatz, ich bin gleich da. Meine Güte. Das wollte ich verkaufen. Die macht das absichtlich. Wenn ich jetzt 10 verkaufe, sonst 500.
Dann kann ich mal alle 21. Ist zu viel, ist eh logisch. Dann gehen wir den zurück. Fehlen 400. Wie viel wäre das? Ja, die Liane will ich aber nicht hergehen, die brauche ich vielleicht noch. So. Dann halt noch ein Rest mit die Bären voll, oder? 400 Minimi sind 2, sind 2x5 sind 40, sind 80. 80? Nee, das kann nicht sein. 80 ist zu viel. 8. 7. Genau. Und dann brauchen wir noch 29. Haben wir zufällig irgendwas da mit 29? Das Holz könnte ich verkaufen. Das ist 2 wert. Bäh! Jetzt auf einmal ist es wieder 2, dann ist wieder einmal 1 nur wert. Lästig. Das ist auch 2 wert. Ist eigentlich eh Wurst, oder? Ja, ich muss denken. Und jetzt brauchen wir noch 9. So. Die macht das absichtlich. So. Nehmen wir von dem 9. So, jetzt müsste passen. Passt. Wo ist sie denn? Die Katze. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Da ist sie. Ja, ja, komm mit. 4 sind noch übrig hier, okay. So. Schön, schön. Hä? Wie komme ich zu dir jetzt rein? Ah, hier. Also du bist eh nur die Dame. Okay. Jasper. Versuch gar nicht erst, Holzwaren im Wimbleweg zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Ha. Dann haben wir hier so eins. Diese Zahnradkiste scheint zu funktionieren. Weiter mit der nächsten. Ach ja, Zahnradkisten, genau. Gibt es hier Zahnradkisten? Ja, da ist eine. Diese scheint ebenfalls zu funktionieren. Okay, hoppala. Sonst ist da keine. Das wäre Nummer 3 gewesen. Es ist aber ganz schön finster jetzt hier. So, 3 haben wir schon. 3 Kisten. Da haben wir noch eine. Die geht auch. Dann brauchen wir noch die 5. Wo auch immer die steckt. Vielleicht ist sie wirklich ganz oben. Also ganz da drüben meine ich. Und ich habe sie übersehen. Oder auch nicht. Nein. Heureka. Nanü. Wo könnte das nur sein?
Mysteriös. Vielleicht bin ich auch nur blind. Da ist sie nicht, nein? Kuckuck, wo du seien? Die habe ich ja angesprochen, die eine. Hä? Das ist interessant. Ui, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.